Hallo zusammen, heute will ich euch mal wieder die New Orleans zeigen. Ja, ich bin hier natürlich fleißig weiter am Grinden und irgendwann muss ich auch mal meinen ersten erspielten Tier 9 bekommen und dementsprechend die Amerikaner und die Japaner sind da gerade am Start. Naja, wir schauen doch mal einfach mal die New Orleans im Spiel an und vielleicht glückt mir doch eine einigermaßen vernünftige Runde. Ich hoffe doch und wünsche euch viel Spaß. So, und die New Orleans sticht ins Gewässer. Ja, hier klassisch die Zone halten. Wir sehen, Tier 8 ist hier Top-Tier. 7 und 6 gibt es auch noch. Also von dem her habe ich da ein schönes Matchmaking erwischt. Jetzt hoffe ich nur, dass ich nicht derjenige bin, der als allererster irgendwo reinfährt und dann den Gegner für sich beansprucht. Hatsuharu ist auf jeden Fall schon mal auf dem Weg Richtung Cap. In 1 Minute 12 ist es auch soweit, dass man hier dann cappen kann. Noch 1 Minute, dann geht es auch effektiv gesehen richtig rund. Hier mal ein bisschen zur Seite fahren. Bin ja gespannt. Hoffentlich macht hier die Hatsuharu bald was auf. Der Wunsch wäre auf jeden Fall so da. Morbidian, das ist auch mal ein Nick. In der Tierpitz. Immer wieder auch lustig zu sehen in den Facebook-Gruppen, wie auf einmal jetzt das Geschrei nach der Tierpitz wieder groß wird. Erst alle waren froh, dass er weg ist, dass er nicht mehr zu kaufen war, dass er einfach dementsprechend reduziert gehalten wird. Und jetzt, wo sie es nicht mehr gibt, jetzt will jeder sie wieder haben. So, 16 Kilometer mehr geht nicht mit dem Schlüpper. Ich wollte irgendwas mit Schiff und Schlepper sagen und es ist fast ein Schlüpfer rausgekommen. So, jetzt will ich mal hier die Cleveland mal so ein bisschen von mir wegbekommen. Deswegen drehe ich jetzt mal so ein, dass ich hinter sie komme. Und nun geht's weiter Richtung Gegnerfront. Aber, also, in Anbetracht dessen, dass es sonst keine Ziele gibt, schieße ich jetzt mal Richtung Mahan. Gar nicht mal so schlecht. Jetzt sagen wir mal, warum sind auf einmal so viele Schiffe rechts neben mir? Wenn man sie hier mal ein bisschen eindecken würde mit Schüssen. Oh, da kommt noch eine Fubuki, die ist ja noch näher. Ah, jetzt ist er im letzten Moment zugegangen, dass ich nicht so auf sie zielen konnte, wie ich es hätte wollen. Sonst hätte ich da bestimmt was treffen können. Aber so halt nicht. Gut, wir drehen bei. Und richten die Kanonentürme Richtung Pensacola aus. Die aber auch schon wieder fleißig am Drehen ist. Wie gesagt, auch hier, das ist kein Marathon, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon, das wollte ich sagen. So. Der hat einige seiner Flugzeuge in Summe eingebüßt.
falsche Munitionsart gerade. Die Pensacola, die steht hier hinten. Nun, jetzt drehe ich mal so ein bisschen bei. Ich will Ihnen nicht unbedingt die dickste Breitseite zeigen. Naja, der war noch sehr überschaubar vom Schaden. Und wir schießen natürlich weiter zurück. Der bleibt jetzt auch wohl stehen. Sieht zumindest so ein bisschen danach aus. So, und nun hat er wieder so stark geschossen. Jetzt will ich ihm möglichst nichts mehr von der Silhouette zeigen. Von der seitlichen. Und es hat gut geklappt. Mein Team hier unglaublich passiv hier hinten. Wahnsinn. Also, hier ist ja wirklich eine Knollbildung. Ich bin zwar jetzt auch nicht weit weg, aber ich war ja schon mal wenigstens irgendwo. Na gut, gehe ich mal auf Richtung Mahan. Oder auf die Cleveland. Das laden wir um. So, ich weiß nicht genau, wie weit die Torps jetzt noch laufen. Deswegen drehen wir da jetzt mal bei. Ich wäre echt reingefahren. So, aber der ist besiegt. Ah, ein Zieltreffer, aber nicht genug. Ein Ausfall, den er da jetzt über sich bringen muss. Wohin drehst du, mein Freund? Ja. Da ist jetzt dann. Da habe ich ihn jetzt einiges rausgenommen. Nochmal in Brand gesteckt. Und auf den orientiere ich mich jetzt auch nochmal weiterhin. So ein Rauch kann mich ja gar nicht stören. Ich kann mir aber einen Flieger mal absetzen. So, da ist er ja. Ja. Der war wichtig, weil der wäre sonst gerade hinter die Insel gekommen. Und nun kann ich mich jetzt mal da Richtung Gegner orientieren. Das war klar, dass ich da aber drei natürlich noch mitnehme. Hatte ich jetzt eigentlich nicht erhofft, dass da Torpedos kommen, war zu erwarten. Aber wie gesagt, zum einen dachte ich, ich drehe schneller, bis die ankommen. Und zum anderen dachte ich nicht, dass dann drei gleich treffen. Ärgerlich. Aber gut. Bis jetzt läuft es ja trotzdem sehr, sehr ordentlich zu meinen Gunsten. Auch wenn der Schaden noch nicht der höchste ist, aber dass ich da den rausgenommen habe, fand ich sehr wichtig. Und knapp unter der Hälfte habe ich ja noch an HP.
Ich würde jetzt gern so in die Richtung, Richtung den Schlachtschiffen kommen. Weil da ist wenigstens noch ein bisschen was an HP da. Die Flugzeuge und die Flugzeugträger jagt eh er hier schon. Aber eben erstmal dahin kommen. Der eine ist ja auch sogar, drehen ja auch schon weg hier. Der andere kommt langsam rüber. Aber effektiv gesehen ist er noch ein Stück. Und gecappt wird nun auch schon. Also ich bin einer davon. Aber klar, ich kann jetzt nicht außerhalb vom Cap rumfahren. Das würde viel zu lang dauern. So, ich mach schon, mehr schneller geht die New Orleans leider nicht. Ist schon der direkteste Weg. Jetzt dreht er leider wieder so rüber, dass ich hatte jetzt extra meine Türme schon ausgerichtet. Gegner ist auch in der Zone, deswegen ist der Cap hier unterbrochen. Und nun können wir endlich auch wieder das Feuer öffnen. So, sehr gut. Gleich angezündet. So mag ich das. Ah, da hat leider keiner mehr getroffen. Aber der kommt ja gleich wieder. Da muss ich auf die Sandbank aufpassen. Jetzt sind schon keine Inseln mehr, sondern es sind Sandbänke, die mich auf Trab halten. So, ja, wir haben jetzt gleich durchgekappt. Weil der Gegner da hier zu passiv war, hat sich da nicht mehr in den Cap getraut. Ah, jetzt wurden wir geresettet da in dem Augenblick. Jetzt vielleicht traut sich da nochmal einer rein. Auf jeden Fall kann ich jetzt da von hinten so ein bisschen mitschießen. Ah, sie gehen gerade auf die Cleveland. Ich werde mich jetzt mal auf die Pensacola da orientieren. Der war doch schon ganz ordentlich, der Hit. So, jetzt haben mich auch die Gegner für sich entdeckt. So, ich hoffe, dass sich hier um die Pensacola gekümmert wird. Dann schieße ich mal weiter auf die Colorado. Jetzt denkt sich die Colorado gerade auch über mich. So, die ist schon mal weg. Aber es schaut bisher sehr solide aus. Da, die kam auch gut. Direkt angezündet. Die Frage ist natürlich, wo ist dieser Flugzeugträger? So, der ist auch weg. Schauen wir mal, ob ich den Flugzeugträger vielleicht noch findet.
Weil auf den letzten da hinten fahre ich jetzt nicht mehr drauf. Aber wenn die Flugzeuge jetzt hier runtergehen. Na, schade. Nee, da hinten ist der Flugzeugträger. Wir fahren trotzdem mal drauf. Vielleicht finden wir ja noch überraschend den einen. Oder ich kann noch ein paar Flieger mit runternehmen. Offen bin ich auf jeden Fall schon mal. Jetzt weiß auf jeden Fall auch der Flugzeugträger, was ihm blüht, dass ich da komme oder die beiden sogar. Ja, aber ich denke, es wird sogar vorher doch Cap entschieden. Meine Spezialfertigkeit bzw. meine T habe ich jetzt gerade nicht aktiviert. Ganz einfach aus dem Grund, ich dachte, wenn jetzt nämlich noch die böseren Flugzeuge ankommen, dass ich dafür die noch was habe. Aber jetzt fährt schon unser letzter Flugzeugträger oder unser Flugzeugträger fährt jetzt auch sogar noch rein. Also da ist das Spiel hier gewonnen und trotz einem bösen Hit konnte ich die Runde dann doch noch für mich entscheiden. Dann schauen wir mal, wie es gelaufen ist. 1200 Basis-XP. Und 45.000 knapp Schaden gemacht. Ja, kann man mehr machen, aber kann man auch schlechter machen. Und unterm Strich ist der Sieg das Wichtige und das hat doch geklappt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.